Nach der ersten Folge dieses jungfräulichen Formats gab es eine enorm positive Resonanz von euch. Ich bin mit weiteren Clips überhäuft worden und freue mich riesig auf eure Reaktionen. Danke an alle Einsender und Einsenderinnen, danke an alle Zuschauer und Zuschauerinnen und natürlich an den fleißigen Kommentarsektor. Ihr helft mir enorm dabei, an Reichweite zu gewinnen. Und jetzt lassen wir Kia schwitzen. Das ging nochmal gut aus, im Gegensatz zum nächsten Clip, war. Hier auch nochmal das Wasserzeichen-Thema. Mit dem Einsender habe ich bereits Rücksprache gehalten. Bei Unfällen und so weiter können auch mal schlechte Bilder ignoriert werden. Aber bitte immer das Original einsenden, ohne es selbst zurechtzuschneiden. Ihr seht, der Toyota fährt bereits recht merkwürdig und orientiert sich ziemlich weit links. Tja, irgendwann passt es eben auch mal nicht. Edgar schrieb, dass er selbst nicht ausstieg, sondern im Auto blieb, was er im Nachhinein bereut hat. Der Fahrer neben ihm stieg aber aus und fragte immerhin mal nach, ob Hilfe benötigt wird. An alle nochmal mein Appell, die Dashcam-Aufnahme allein kann im Streitfall Gold wert sein, gerade wenn es darum geht, wer denn wessen Spur gekreuzt hat. So etwas kann eine unklare Situation sofort aufdecken und einen Fall, der sich sonst eventuell Jahre zieht, direkt klären. Hier mal wat fürs Auge, meine Freunde. Das wird jetzt herrlich und bitte, Freunde, habt euch lieb in den Kommentaren. Aufregen darf sich jeder mal und ich finde hier auch zurecht. Autobahnabfahrt, also wird abgebremst. Aber wie stark ist ja die Frage. Zudem sage ich nur Stichwort geradeaus, Pfeil und Blinkerwasser alle. Blöd oder was, Mann? Hat der Aktion geschossen? Taxifot ZE hat er den Clip genannt. Genau mein Humor. Was sagst du eigentlich dazu, dass da direkt die Polizei kommt und gemütlich weiterfährt? Ja, Kackvögel, ey. Natürlich meinte er einen Schwarm Tauben, die gerade links entlang geflogen sind. Konntet ihr nicht sehen. Geht um die gute Dame hier. Ich glaub, die hat keinen Bock mehr aufs Leben. Hier hüpft gleich ein älterer Herr raus, dem es wohl auch so geht. Oh je, und dann verwundert umschauen. Das hätte man vorher machen müssen. So, wir machen mal eine Matze-Stefan-Matze-Stefan-Matze-Runde. Der gute Matze fährt hier knapp unter 60. Ich finde, das ist tolerierbar und zumindest in Berlin der Standard im Verkehrsfluss. Aber einem geht das dann doch nicht schnell genug. Sag mal, da geht aber noch was, oder? Ich meine, Pandemie hin oder her, einfach mal wieder lieb haben. Bisschen Platz hat er ja noch. Ran da, Mensch, keine Scheu. Ach herrlich, hier muss ich mal so gar nicht pixeln. Lass mich kurz genießen, Freunde. Okay, also zur Lage. Der hier warnt Stefan jetzt mit einer Lichthupe. Die A61 ins Mönchengladbach. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wovor denn, Leon? Dann kann ich euch sagen, keine Ahnung. Kleiner Spaß, haben alle mitgelacht? Gut, weiter geht's. Gewarnt wird er vor einer Person auf der Fahrbahn, während hier bis zu 100 gefahren wird. Junge, Junge, spät zu erkennen. Man hört ein Blinken, aber sieht keinen Spurwechsel. Hat die Stärke der Bremsung gereicht, dass der Warnblinker von selbst angegangen ist? So, Zeit für Frauenpower. Leider kann die sich nicht entfalten, solange der hier bei grünem Räumpfeil stehen bleibt. Alter, jetzt komme ich hier nicht.
So, erstmal wie selbstverständlich quer über die Street radeln und als Geisterradler, wie Rad Berlin es beschreibt, weiterfahren, aber falsch fahren können alle Verkehrsteilnehmer gut. Entschuldigt bitte den Ton, ich bin daran, das in Zukunft nochmal zu überarbeiten oder Musik einzufügen. Auch immer wieder ein unnötiger Stauaufhänger. Menschen, die parken oder halten, wo man weder parken noch halten darf. Was soll man denn davon halten? Naja, gut, das wird einen medizinischen Grund gehabt haben. Weswegen hält denn die da, Matze? Hey, wegen Handy. Was? Alter, so eine... Na sage mal, also davon distanziere ich mich natürlich, liebes YouTube-Team. So, nachdem wir faulen Autofahrer vorgelegt haben, wird jetzt mal eine Runde geradelt. Ich spreche den Wohnmobilfahrer. Los geht's. Oh, ein Fahrradfahrer oder wie die noch gleich hießen. Den muss ich durchlassen beim Abbiegen. Ah ja, da vorne. Warte, muss ich irgendwas beachten? Ja, nee, egal. Wird wohl nicht so wichtig gewesen sein, sonst wüsste ich's ja noch, ne? Wegen Smartphone-Zombie, checkste? Alter, das war jetzt richtig verkackt. Aber so richtig verkackt. Nee, das ist schon gut so. Bei Rot darfst du gehen, bei Grün sollst du stehen, das weißt du doch. Ohne eure Spenden wären diese Videoarten nicht möglich. Daher habe ich nicht an Spezialeffekten gespart, um die heutigen Spender zu loben. Ernsthaft, jeder, der hier einen Beitrag abgibt, unterhält tausende Zuschauer und mich als YouTuber ehrt das Ganze natürlich sehr. Zudem ist es kein Geheimnis, dass ihr mich so indirekt auch finanziell unterstützt. Also tausend Dank und weiter so.